Hey Leute, hier ist Stahlemar zurück mit Groß. Weiter geht's. Entscheidet euch, nach weiteren Überlebenden zu suchen. Östlich von hier, hinter einer schneebedeckten Bergkette, liegt eine größere Küstenstadt. Das ist euer nächstes Ziel. Voller Unbehagen, aber bestrebt, es dahin zu bringen, fährt Charlotte, oh Gott, mit ihrer Geschichte weiter. Ach sofort, ich dachte schon, sie fährt. Versuchsperson K war eine absolute Rarität. Kein anderer Fall von Immunität gegen den Fortschritt von Avas Symptomen war bekannt. Obwohl Ava im Blut weiterhin nachgewiesen werden konnte. Ich lese mal gerade für mich. Und trinke nebenbei ein bisschen was. Alter, was? Warte mal. Patient K wurde mit Medikamenten vollgepumpt. Die erlaubten, ein Dutzend Embryos auszutragen. Oh Gott, die wurde super schwangerisiert, damit ihre Nachkommen immun werden, oder was? Ich kann nicht so schnell. Scheiße. Ja, natürlich sind die alle wahnsinnig geworden. Ist egal. Was haben wir unten? Hältst du einen Scheiße? Jetzt sind wir irgendwo in den Bergen. Toll, wir haben einen super Zombie gebaut. Ja, die haben einen super Zombie gebaut. Oh, das sieht doch nice aus. Die Pistole brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht. V. Was haben wir da? Schockgranaten brauchen wir nicht. Oh ja, wir können rausgehen. Das war's, ne? Das ist die Dragunov, nicht die VSS. Los geht's. Warte mal. Ah, guck mal, hier ist ein Schwierigkeitsgrad. Komm, wir machen mal hart. Auf was stand das denn die ganze Zeit? Auf leicht? Auf normal wahrscheinlich. Hart! Und jetzt? Ah, neu, C. Ach du Scheiße, das ist halt, um Geld zu machen? Kann man das auf alle Waffen machen? Aber Gegner keinen Schaden zufügt. Ach so. Bitte nicht. Klar, wir könnten eine Pistole anbringen, aber... Also nochmal. Verschießt Munition, die Geld auffließt oder hinterlegt. Statt das Verschießen von Munition, die Geld auffließt, zurückbringt, aber Gegner keinen Schaden zufügt. Und beträgt Geld von dir auf ein Geschoss. Wenn du es verschießt, wird das Geld an dem Punkt, in dem es einsteckt, deponiert. Wenn du damit einen Geldautomaten triffst, wird das Geld unverzüglich und ohne Abzug überwiesen. Drücke die Tasten nochmals. Ah! Dann machen wir das vielleicht hier mit. Haben wir denn hier überhaupt einen Geldautomaten? Schon wieder eine Straße, das gibt's doch nicht. Diesmal können wir nicht drumherum oder so. Alter, was soll das denn? Total gestört. Ich glaube, ich mache die Zugänge vorne und hinten. Warte mal, ich mach mal hier. Also auf einer Seite. Ja. Das war's, ne? So. Kauf ein Stickstofffass.
Aber es friert die Gegner nur ein, wenn sie wahrscheinlich, ja. Nein, ich habe das Gewehr nicht mitgenommen. Warum habe ich das Gewehr nicht? Das gibt's doch nicht. Warte, ich mach nochmal neu starten. So, nochmal. 1, 4. Scheiß auf das Geldding. Ach, deswegen hab ich's nicht. Ich hab's voll verkackt. So. Ist auf hart. Nein, ist nicht praktisch, aber wir nehmen es trotzdem mit. Komm, den Rest können wir sparen, oder? Oh, Präzision? Was ist das denn? Genaue Kopfschüsse. Ach komm, wir starten. Ach scheiße, ich wollte auf den Boden schießen. Wir wissen, ob das wirklich keinen Schaden macht. Wenn die jetzt... Die kommen aber wirklich nur die Straße hoch, ne, und runter. Ach, da unten, guck mal. Macht doch Schaden. Ach, ich kann's anmachen. Okay. Deswegen brauchen wir diesen Aufsatz. Alter, ist das übelst OP. Jetzt verstehe ich, dass es doch praktisch ist. Es verschwindet dann, ne? Okay. Hätte das ja am liebsten einmal einen Sniper gebaut. Schnipper. Eigentlich kommen die ja sowieso nur noch. Warte mal, eigentlich brauche ich die ganzen Sachen hier gar nicht. Ich glaub, von woanders kommen die nicht mehr. Die kommen hier über die Mauer. Oder von sonst wo. Los geht's. Wie gesagt, alles sehen wir ja nicht. Ja, wir lassen die lieber hier hochkommen. Ich meine, ist ja Pillepalle.
Der Hotdog! Sehr gut. Aber wir bauen mal nur diese Scharfschützendinger, oder? Kostet halt echt viel Geld. Ganz ruhig, Lancelot. Nein, ich habe deinen Namen nicht vergessen. Bestimmt nicht. Here we go again. Da geht aber auch schon echt viel Geld flöten, oder? Oh. Na, 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 na. Sollen wir das lieber hier hinbauen? Oder halt, dass es runterschießt? Nee. Ja, keine Ahnung. So würde ich das machen. Ich meine, wir können das hier alles mit Gewehren abdecken. Ich werde jetzt nicht noch schwerer machen, weil es wird bestimmt noch mal schwerer werden. Okay, jetzt soll ich mich mal hier auf oben konzentrieren. Och. Oh, die Verschwendung. Lohnt sich doch gar nicht, das Ding. Das hat die Hälfte Energie runtergezogen nur. Naja, wenn es viele sind. Nein, das schöne Geld fällt einfach runter. Okay. Ja, also. Komm, wir machen einfach nur ein bisschen Gitter. Da muss schon echt viel Zeit vergehen, bevor das irgendwie sich lohnt. Dem Turm.
Ach ja. Die Map gefällt mir bis jetzt aber nicht so gut. Die erste war die geilste. Nein, 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 nein. Nackt durch den Stacheldraht gelatscht. Ich raste aus. Das Ding ist so OP. Was ist das? Ein Bolter aus Warhammer? Ich nehme alles zurück. Ich muss auf die Sprengtypen aufpassen. Du bist, stand da, der Beste. Das weiß ich doch. Ja, keine Ahnung, ich meine. Wir sparen mal weiter. Jetzt mache ich alle Barrikaden weg und mache nur noch Scharfschützendinger dahin. Machen wir dann nächste Runde. Uiuiui, jetzt wird's knapper hier. Ja, wir machen mehrere Scharfschützen, glaube ich. Ah! Verfluch mich nochmal! Dann nur 25. Ist auch ein Verlustgeschäft. Scheiße. Mist. Toll, wenn ich nicht so nah ranzoomen müsste. Punks mit Sprengstoffgürteln. War doch keine gute Idee. Ich hätte gedacht, die laufen weiterhin die gleiche Strecke. Die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr aus.
Boah. Nee, ich mach wieder die Barrikaden dahin. Mist nochmal. Ärgerlich. Ja, und wir warten weiterhin, ne? Wir sparen jetzt nur noch auf die Scharfschützen. Also hier auf jeden Fall. Mann, es müsste nicht so extrem spaddeln, aber es ist schon lustig. Oh shit. Scheiße. Bin ich gleich tot? Die Dinger sind doch ganz gut, die Scharfschützen. Ach, Mist. Oh Mann, ey. 1000 haben wir. Komm mal hier so einen hin, der Sprenger vielleicht platzen lässt. Hier liegt doch noch überall Geld. Hast du es gesehen? Alter, guck, wie viele Sprenger das sind. Alter. Kommt schon, ihr kleinen Lappen. Scheiße. Das liegt noch. Warte. Ne, es ist echt weg. Scheiße. Ich glaube, ich mache das lieber an das Scharfschützengewehr dran das nächste Mal. Letzte Runde. Doch, die Sprenger sind weg. Ja.
Okay, Plan B. Houston, we have a problem. Oh Mann, ey. Oh. Aber immerhin wurden wir ein bisschen gefordert. Hätte ich die Barrikaden bloß stehen gelassen. Pensionsgeschütz, was? Geschützfernsteuerung. Ach so, selber steuern. Sehr cool. Ja. Was ist denn das hier so? Hyuku Huku. Immer noch alte Made. Der Beste. Wahrscheinlich jetzt, ne? Halt, ach, keine Ahnung. Weiter geht's. Ja, liebe Leute, weiter geht's. Aber in der nächsten Folge. Und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.